Seid gegrüßt, meine lieben nachtaktiven Marvel-Verrückten Technoiden und meine Leute aus der Matrix. Ich wollte mich mal wieder zu Wort melden. Ja, genau. Ich, euer Elektroboy, meldet sich mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche. Ja, ich hatte jetzt ja ein bisschen Plastik, bisschen kunststofffrei, kann man sagen. Morgen ein bisschen Sonderdienst, aber was soll's, ja. Läuft alles. Naja. Ja, ich wollte mich, wie gesagt, mal wieder melden. Und ich war vorhin war ich jetzt einmal? Ich würde mal sagen, ihr wisst es, einige wissen es ja auch, wenn sie meinen Status gesehen haben. Ja, ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Jo. Es gab nochmal. Guardians of Galaxy Volume 2. Meine dritte Vorstellung. Weil letzte Woche, Donnerstag, wo ich ja im Kino war, da habe ich mir ja Guardians of Galaxy hintereinander angeguckt, also zweimal. Hatte ich mir ja ein Menü geholt. Ja, gibt es ja bei solchen Filmen. Wenn Disney, wenn man Disney im Rücken hat, kann man so sagen, oder als Unterstützung gibt es ja sowieso viel Werbung, seht ihr ja hier. Ja, genau. Darum hatte ich hier das schöne Menü. Und heute zur Vorstellung natürlich noch eins. Also habe ich jetzt zwei davon. Warte, hier, da, da. Nummer eins und Nummer zwei. Also zwei T-Shirts, genau. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich zwei verschiedene sind. Ich will ja unbedingt das eine haben, was Star-Lord auch hat. Mit diesen Symbolen, wo man nicht genau lesen kann, was es ist. Oder ob ich mir ein anderes oder das zweimal gleich. Ja, ich hoffe, ihr hattet. Wir reden erstmal ein bisschen über Marvel und dann reden wir ein bisschen, was morgen so anliegt. Ja, und was so sonst noch euch erwartet oder wie es hier so aussieht. Ja, ich hoffe, ihr hattet schon das Vergnügen, euch Guardians of Galaxy Volume 2 anzuschauen. Im Kino. Weil jetzt wird es leider nicht spoilerfrei für die Leute, die sich nicht so auskennen. Ich weiß auch nicht alles. Es gibt, genau, es gibt Nerds, die wissen richtig viel. Also ich kann, ich bin schon ein bisschen, ganz, ich interessiere mich auch. Ich lese ja auch viel und ich weiß ja auch viel von früher, aber es hat sich auch viel geändert. Ja, also ich weiß auch nicht alles. Also wenn ich manche, so die Kino-Sender, ja, Filmfabrik ist cool und Nerdkultur, die beschäftigen sich ja richtig mit, aber bei mir ist es zum Beispiel so, Fitness, Techno und dann Marvel und das einen Haufen zu kriegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Der Tag hat bloß 24 Stunden, ja. Irgendwann muss man ja auch mal schlafen. Ja, Tobi, Schlaf ist wichtig. Auch wenn es nur wenig ist, aber man sollte halt schlafen. Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall wird es jetzt nicht mehr spoilerfrei. Ja. Und ich erzähle euch ein bisschen was. Das wird, denke ich mal, ein bisschen längeres Video, weil ihr kennt mich ja, wenn ich in Fahrt bin und Energy habe ich auch. Ja, der Becher ist da, aber ist Energy drin. Ja. Ohne Energy geht's einfach nicht. Naja, ich liebe Koffein. Trinkt zwar keinen Kaffee, aber Koffein finde ich toll. Ja, nee, also auf jeden Fall werde ich euch ein bisschen so aktuellen Stand erzählen oder was es so noch so parallel gibt. Ja, wie gesagt, Guardians of Galaxy Volume 2 ist jetzt draußen. Oder läuft jetzt da, ja. Er spielt ja, und wie gesagt, das ist hier nicht spoilerfrei. Also ab jetzt geht's ja an die Materie. Genau. Genau. Das MCU selber, jetzt reden wir mal über die Änderungen. Das MCU selber ist ja ein eigenes Universum. Ja, ist ja ein Multiversum. Und bei Marvel ist es so, jedes MCU oder jedes Universum mit den Comics, weil man parallele Storylines, andere Welten, habt ihr ja bei Doctor Strange gesehen, Multiversum, hat eine eigene Nummer. Also das originale Marvel-Universum, also die Comic-Story, die Originale, die von früher, so aus den goldenen Zeiten, das ist das 616, das ist Standard 616. Wir werden auch nur die zwei Universen ansprechen, also als Beispiel. Und das MCU selber hat die Nummer, er muss sich selber mal legen, wie viele 9 das sind, 19, 99, 99, also 1, 9, 9, 9, 9, 9, genau. Das ist das MCU, genau, das ist MCU. Das zum Beispiel so, dass Ultron im originalen Universum von Dr. Pym gebaut wurde und nicht wie beim MCU von Bruce Banner und Iron Man. Das ist so halt der Unterschied. Und das ist halt auch so der Unterschied, jetzt auf Guardians zu kommen. Jetzt bei Guardians of Galaxy Volume 2 ist es so, dass das Ego, der lebende Planet, der hat so einen Boden erschaffen, das ist also eine Inkarnation von sich, er ist ja ein lebender Planet, Star-Lords Mutter schwängern kann und dass er dann der Vater ist, aber im Original ist es nicht so. Also wie gesagt, im Original Standard 1999 Universum, aber das ist so der Unterschied. Genau, das wird ja herausgefunden und pflanzt sie auch ein Virus ein oder einen Tumor ein, damit sie dann stirbt, dann tickt dann halt
Dann dreht Star-Lord, er dreht nicht durch, aber der ist sauer und dann tötet ihn, dann töten sie Ego und er will sich ja ausbreiten und das Universum jeden Planeten infiltrieren, übernehmen, dass er dann überall ist. Und er braucht halt die Unterstützung. Und darum hat er halt Star-Lord, ist der Star-Lord, konnte auch der Star-Lord die Infinity-Stein, weil er die Macht hatte von Ego auf dem Planeten. Oder halt das, was Ego halt, die Macht, die Ego hat, hatte dann ja auch dieses Jahr. Und bei Guardians wird erläutert oder sagt Ego selber erstens Celestial. Das ist er natürlich im Original nicht, das haben die angepasst. Weil im Original sind die Celestials eine Rasse von Überwesen, gottgleich kann man das nicht nennen, aber das sind halt schon welche, die halt so im Hintergrund. Im Hintergrund gibt es noch viele andere. Das ist echt viel Materie. Auf jeden Fall, im Comic, im Film sagt er erstens Celestial, im Original ist es nicht so, das haben sie angepasst. Ja, bei dem ersten Guardians of Galaxy sieht man das auch, diesen einen bei den Infinity-Stellen, wo sie dann beim Collector sind, das Wesen da mit dem Stab, das ist eigentlich Celestia, so sehen die ja wirklich überhaupt aus. Das sind auch die damals auf der Erde mit ein bisschen rumgemacht haben mit einigen Menschen zu experimenten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, das haben sie angepasst. Ja, dann das war auf jeden Fall das die Erläuterung. Und dann sieht man noch bei der Endszene, jetzt bei den Endszenen nochmal, bei den Post-Credit-Szenen, man sieht eine Truppe, man sieht ja auch Starhawk. Also Sylvester Stallone spielt Starhawk, hier mit so einem goldenen Bogen. Und er gehört, jetzt kommt einer der After-Credit-Szenen, ist halt, dass der Starhawk sagt, wir sind wir uns hat und Yondu, der gestorben ist leider, uns wieder zusammengebracht. Und dann sieht man eine Gruppe, man sieht aus, einer ist ein bisschen rot, einer ein Stark selber hier, ja, der mit den Eiskristallen im Gesicht und dann noch so ein großer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich habe jetzt die von Originalen, das sind die originalen Guardians of Galaxy aus 1969 oder so, die hießen dann damals Guardians of Galaxy 3000, genau, das sind die Originalen, weil die neuen Guardians jetzt im MCU, das ist eine Neubesetzung, das haben sie irgendwann um die 2000 nochmal neu gemacht, also mit Star-Lord und so, wie gesagt, und da sieht man die, und da war auch Yondu, das war auch Yondu, gehörte original zu den Guardians of Galaxy 3000, genau, und im Comic der Iro oder das, der, wie nennt man das? Ich kann, komme jetzt nicht auf den Namen. Dieses, ja, genau, was er auf dem Kopf hat. Genau, der ist dann noch größer. Wie gesagt, die sieht man da auch. Das ist das, was jetzt, wo ich gesagt habe, richtig geil, das haben sie sein. Vielleicht tauchen die ja in Guardians of Galaxy Volume 3 nochmal genau auf. Wir lassen es einfach überraschen. Also bei laut Kevin Feige oder so, und hier James Gunn sollen sie mehr ein bisschen mehr Spielzeit kriegen. Naja, auf jeden Fall. Dann das eins für mich das persönliche Highlight. Eins, weil ich ja ein absoluter Fan mit der Fantastischen Vier bin und irgendwann immer noch hoffe, dass es mal irgendwann die Fantastische Vier zurück ins MCU schaffen. Wenn Vox endlich mal sagt, komm, wir haben keine Lust mehr, kommt hier und nehmt die Rechte. Ja, genau. Da hat man Stan Lee sitzen sehen. Stan Lee sitzen sie in dem Raum und so. Und da standen zwei riesige, glatzköpfige, blauhäutige mit blauem Umhang um ihn drumherum. Figuren. Und das, im Englischen sind es die Watcher, im Deutschen sind es die Beobachter. Die Beobachter sind eine Rasse im Universum, die alles aufzeichnen. Die beobachten, und darum heißen sie auch Beobachter. Die kommen normalerweise aus den Comics von den Fantastischen Vier. Es kann sein, dass sie sich da mit Vox geeinigt haben für die Rechte, weil der Name fällt nicht auf. Also, da bin ich echt, ich sag, Wahnsinn. Die Watcher, richtig geil. Und laut Internet, es gibt auch einige Videos, was ich gehört habe, oder hier soll angeblich Stan Lee's Cameo-Auftritt, der immer in den ganzen Filmen sein, er soll jetzt auch offiziell, soll es bestätigt sein, dass er auch ein Watcher ist. Weil er überall zu sehen ist, ja. Weiß ich nicht, aber ich denke mal, die Theorie würde ich auch unterstützen. Auf jeden Fall hat man ihn gesehen, um die Watcher durch zweimal. Einmal siehst du, wo das Raumschiff durch die ganzen Raumsektoren springt und am Ende der Cameo-Auftritt. Richtig geil. Er spricht auch an, dass er bei FedEx gearbeitet hat. Das war die Szene von ihm bei Civil War am Ende. Richtig genial. Und jetzt das Geile. Die Goldene, ich komme nicht auf ihren Namen. Man kann nicht jeden Namen sich merken. Naja, die den Guardians mit dem Auftrag gegeben hat, die Batterien zu besorgen. Die sitzt am Ende. Die war sauer auf die Guardians natürlich. Ist ja klar. Weil sie ja nochmal betrogen worden sind. Und das ist ja eine künstliche Rasse. Und die sagt am Ende, wir
will was Perfektes erschaffen. Und dann sagt sie zu ihm, dann sieht man nur einen Kokon. Und am Ende, und dann sieht man, dann heißt es nur noch, ich nenne es Adam. Adam. Wahnsinn. Und alle Marvel-Fans, ja, ja, genau. Adam steht für Adam Warlock. Adam Warlock ist eigentlich in den Originalcomics, also in den 616, geschaffen worden von einer Reihe grober Wissenschaftler der Enklave und sollte im Überwesen, soll künstliche Person und sollte halt gegen Thanos kämpfen und halt die Unterstützer, hat sich aber dann später gewehrt gegen die Enklave und sich selbst und selbst das Universum gezogen und hat was wichtige Persienzbild, wir hatten eine wichtige Geschichte oder wichtige Handlungsstrang. Geht es bei ihm auch darum, wie soll ich das erklären? Er ist halt künstlich, genau. Er ist halt künstlich, wurde geschafft von einer Enklave. Und, ja, jetzt habe ich ein bisschen, wie ich das erklären soll, weil das ja alles hier fast live ist. Was soll ich sagen? Warte mal einen Stück. Ja, wurde erschaffen von der Enklave, hat sich dann gegen die Wehr gesetzt und ist dann auf viele Wesen getroffen im Universum, zum Beispiel auf Thanos ist er getroffen, auf die Guardians of Galaxy, ja, auf jeden Fall nachher, und er hatte schon auch den Infinity Gauntlet. Was ist der Infinity Gauntlet? Am Ende von Age of Ultron sieht man, wie Thanos auftaucht, in den Raum reingeht und vorher den goldenen Handschuh sieht, den goldenen Handschuh sich anzieht. Das ist der Infinity Gauntlet, genau. Auf dem kommen später die ganzen Infinity-Steine. Darum geht es halt. Also Adam Warlock spielt eine wichtige Rolle in den Infinity-Kriegen. Laut James Gunn soll er erst bei Guardians of Galaxy Volume 3 auftauchen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Denke ich mal schon, nächstes Jahr beim Infinity War wird er schon eine wichtige Rolle spielen. Ja, er wollte ihn schon vorher bei Guardians of Galaxy Volume 2 einführen, hat es aber nicht gemacht, weil durch den Neuzugang Mantis hat er sich gedacht, das wird dann einfach zu viel. Ist ja auch okay, weißt du, sehe ich auch völlig ein. Auf jeden Fall, das war das Highlight. Adam Warlock, ja, das Kokon. Man hat schon das Kokon im Collector gesehen, aber da hieß es dann angeblich, das ist er. Aber das war er nicht, wie gesagt, ja. Dann siehst du noch Howard, den Sack sieht man noch. Und Baby Groot ist nicht mehr Baby Groot, sondern Teenager Groot. Das ist ein bisschen größer, weil die müssen sich ja zeitlich aneignen langsam, weil Guardians of Galaxy zeitmäßig ja ein bisschen, der spielt viel mehr hintereinander. Guardians of Galaxy hört auf und kurz danach spielt ja Guardians of Galaxy Volume 2 und die müssen sich ja aneignen an die ganzen Avengers-Filme, weil die Guardians of Galaxy sollen ja nun mal die Avengers unterstützen im Infinity War. Also die werden nicht hauptsächlich, die werden nicht groß, keine Rolle, die werden aber unterstützenden Auftritt haben. Denke ich mal ab, wir lassen uns überraschen. Ja, wie gesagt, das ist der Stand. Darum, es hat das MCU ein bisschen weitergebracht, man hat so ein paar Sachen gehört und die Fans waren richtig, wo sie sagten, richtig geil, also wir lassen uns überraschen, was da kommt. Auf jeden Fall, der Guardians of Galaxy Volume 3 spielt erst nach Avengers 4. Also wie gesagt, jetzt kommt als nächstes Spider-Man Homecoming im Herbst, Oktober, oder im Herbst, ich glaube Oktober, Ende Oktober kommt Thor Ragnarök, das ist MCU richtig vorbei gegen Hela. Oh, das wird gut, ja, die Buddy-Buddy-Komödie. Dann im Frühjahr kommt Black Panther und im Sommer kommt endlich Avengers Infinity War. Bin ich echt gespannt. Ja, und dann nächstes Jahr Herbst kommt dann Ant-Man vs. Wasp. So schön volles Programm. Ja, das ist halt so jetzt der aktuelle Stand, wofür dieses Jahr, nächstes Jahr. Über Vox reden wir jetzt mal nicht. Und was DC macht, habe ich bis jetzt noch nicht wieder groß gelesen, wie es da wieder Stand ist. Auf jeden Fall serienmäßig ist jetzt auch eine Neuigkeit, weil für mich, ich finde das MCU geil, das ist total toll. Ich lebe das aus. Guck mal, ich war jetzt dreimal bei Guardians of Galaxy, das ist total toll. Ich bin aber kein Spider-Man-Fan, absolut nicht. Ich fand die Spider-Man-Filme alle cool. Aber es ist halt, Spider-Man ist nicht so mein Charakter, wo ich sagen muss, yeah, ich gucke mir Spider-Man an, wenn die Vorpremiere von Homecoming ist, werde ich wahrscheinlich auch angucken. Also das denke ich mir auch, wenn ich zeitmäßig schaffe, was der Kunststoff sagt. Ja, Tachchen. Aber sonst muss ich es halt für mich nicht so höhere Priorität. Ja, um nur abzukommen, ganz einfach. Ich mag halt gerne sowas nicht so populär ist. Also so ein bisschen die Nebenserien. Eine der Nebenserien oder einer der Nebencharaktere, die nicht so bekannt sind, aber halt die Stadt, die dieses
Besonderheit, dass sie halt alle verwandt sind. Das ist ja wie bei Fantastic Four. Ich mag ja die Fantastic Four total toll. Finde ich ja total klasse. Weil es halt eine Familie ist, ja. Außer Ben Grimm, das Ding ist halt nur der beste Freund und Pilot. Aber der Rest ist ja alle Familie. Ist ja eine Familie, wie eine kleine Familie, genau. Und über die Fantastic Four damals gab es eine Serie oder wurde eingeführt, die Inhumans. Ja, Inhumans heißt ja auf Deutsch Nichtmenschliche. Ja, das ist eine Rasse. Das ist eine Rasse, die wurde damals erschaffen von den Kree in den Urzeiten. Da wurden Menschen genommen zu Experimenten und aus den Experimenten sind dann die Inhumans entstanden. Die Inhumans entwickeln sich weiter durch das Terrigenese-Gas. Kann man, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Wenn es falsch ist, bitte korrigiert mich. Ja. Genau, wenn die jung sind, werden die Gas aussitzen, dann entwickelt sich dann halt, wenn Mutanten kommt spontan, in den Jugendjahren, bei den X-Men wird das halt, die Teenager-Alter spricht das aus, und da wird das halt frei sich durch das Gas, genau. Und da gibt's, die wollten von Marvel immer einen Film machen, wurde leider nie bestätigt, oder ist offiziell noch in der Schwebe, ob es nun doch ein Film kommt, auf jeden Fall. Kommt eine Serie raus, erst im September auf IMAX. Ich hänge an dieses Video eigentlich den Teaser dran. Marvel's Inhuman Teaser Trailer, halt Serien, läuft ja auch sehr gut. Die Defenders-Serie kommt jetzt zur Staffel, sieht auch ganz gut aus. Ich habe mir Daredevil ja nie geguckt. Ich hatte noch nicht Zeit, ich hänge immer noch bei Age of Shield 2 fest. Ich bin nicht so der Video- und Demand-Fan. Also, ich habe den Film lieber zu Hause. Und bis Staffel 3 kommt, Staffel 4 will man ja mal eigentlich gar nicht reden. Auf jeden Fall kommen die Inhumans als Serie, bin ich gespannt. Obwohl das erste Foto in ihrem Kostüm, muss ich sagen, da, hier fällt mir nicht. Ist absolut. Der Schauspieler ist cool für Black Bolt. Aber das Kostüm von Black Bolt, also mein Lieblingscharakter, ist absolut schrecklich. Keine Maske, wieder mal typisch Marvel. Also viele tragen keine Maske. Guck mal bei Thor, das ist das erste Mal, dass er einen Helm trägt. Also Marvel hat es nicht so mit Masken. Keine Ahnung wieso. Oder allgemein nicht, ich weiß jetzt nicht, ob damit, weil sich da die Person dann nicht mehr identifizieren kann, obwohl man trinkt ja auch einen Helm. Aber guck mal, Hawkeye zum Beispiel, der trägt ja auch keine Maske. Ist ja auch ein bisschen scheiße, auf jeden Fall. Marvel hier, Inhumans, Black Bolt, geht ja auch nicht. Geht ja auch nicht, ey, oh nee. Das Kostüm hier ist so cool, aber keine Maske. Und dann, obwohl er keine Maske hat, nicht keine Stimmgabe, er hat normalerweise eine Stimme auf der Stirn, um die psionische Energie zu bündeln, die er dann mit seiner Sprache freisetzt. Er darf ja nicht reden, redet ja telepathisch mit seiner Frau Medusa. Die spricht für ihn, ist der Sprachrohr. In der Serie soll es angeblich mit Handzeichen sein, ich weiß noch nicht. Ja, der Teaser sieht ganz cool aus, aber wie gesagt, das Kostüm von ihm. Und der Rest Medusa sieht ein bisschen. Crystal gefällt mir. Gorgon, naja. Oh ja, Karnak, oh, ich bin nicht so. Obwohl hier, wie heißt es hier, Loki soll ja auftauchen, der Hund, der Teleportation. Bin mal gespannt, der soll angeblich so richtig groß sein, wie im Comic. Naja, wir lassen es überraschen. Ja, das ist auf jeden Fall die Idee. Ich hänge euch den Teaser dran, könnt ihr mal gucken. Ich habe da noch ein cooles Video gefunden über die Inhumans selber. Auf dem, wie heißt das, Filmstart, Marvel Inhumans, wer sind die Marvel Superhelden, das hänge ich euch auch hier hinten dran, da könnt ihr mal in Ruhe durchschnupfen. Ja, auf jeden Fall, das ist so halt Marvel-mäßig, wie gesagt, schon wieder 18 Minuten, naja, hoffe ich, wenn ihr noch dran seid, hoffe ich mal, dass es euch noch gefällt. Und wenn nicht, wenn ich mal was einbauen soll in die ganzen Videos oder ob ich was erzählen soll, dann schreibt mir Kommentare und sonst lasst mir schmecken. Und sonst, falls es mal Marvel-Fans gibt, die sich auf mir meine Videos auf meinen Kanal verirren, oder allgemein Nerds oder Comic-Nerds, keine Ahnung von was, könnte ich gerne melden, mal so einfach mal eine Konversation, ja, kann man ja führen, wie gesagt, ich weiß auch nicht alles, höre auch gerne zu. Ja, auf jeden Fall, sonst, das war es jetzt nochmal Marvel, das war es auf jeden Fall jetzt erstmal Marvel-mäßig von der Front, wie gesagt, ich habe jetzt dreimal Guardians of Galaxy gesehen, bin begeistert, die die Einspielergebnisse sind auch super geil. Also, freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Richtig geil. Also, Soundtrack werde ich mir jetzt die Woche mal holen. Die CD richtig gut. Bin eigentlich eher der Techno-Fan, wer mich kennt. Und das ist das jetzt auch das Thema jetzt, weil morgen geht's. Ich war die Woche ein bisschen fleißig, aber hauptsächlich Wohnung. Habe ich auch einiges gemacht. Aussteller neu hochgesetzt, meine Couch weiter, mein Vinyl-Paletten-Couchtisch. Da bin ich jetzt auch in Arbeit. Der sieht auch gut aus. Das habe ich jetzt alles ein bisschen schleifen lassen die letzten Wochen durch das Fitnesstraining. Ja, da geht halt um besonders die privaten, so was man halt unternimmt mit Freunden, ja. Und wo man sich so rumtreibt, ja, wie gesagt. Sonst auf jeden Fall geht es morgen. Morgen geht es endlich wieder nach Hause. Für mich ist es ein Zuhause. Jeder hat immer so einen Lieblingsclub. Ja, so ein Lieblingsbar, Lieblingsfestival, irgendwas, wo er gerne hingeht, ja. Das ist halt. Ich habe halt einen Lieblingsclub.
Und ich nenne sie immer nur mein Zuhause. Ich komme ja gebürtig aus dem Harz. Ich bin ja im Harz groß geworden, aufgewachsen. Bin ich auch stolz drauf. Auf jeden Fall. Und der Harz ist ja ruhig geworden. Es gibt ja leider nichts mehr. Die Höhlen gibt es nicht mehr. Rodersdorf, Wilhelmshall gibt es nicht mehr. Herr Rodersdorf war für mich fantastisch. Mirage in Ballenstedt ist leider auch nicht mehr. Ja, das Einzige, was noch bleibt, ist mein Zuhause. Das ist das MLK Area Blankenburg. Genau. MLK steht für Metall-Leichtbaukombinat. Das war es früher mal. Genau. Da findet morgen die Dark Knight Nacht statt. Genau. Morgen Dark Knight. Also wer noch nichts vorhat, oder heute, wir haben ja schon den 6.5. Kommt mal schön heute zur Dark Knight Nacht. Also Line-Up-mäßig hat sich das, da kannst du auch immer dieses, wisst ihr was ich meine? Immer mit der Ruhrmatze, genau. Genau, da ist hier morgen Dark Knight Nacht. Genau, da seht ihr das. Dark Knight Nacht ist, das ist morgen, genau. Das ist alles halt. Ihr seht doch schon, das finde ich cool, das haben sie gut gemacht. Da sieht man mal den Aufbau. Genau. Da sieht man mal den Aufbau, was so hier, wie sie es machen mit der Kasse, weil immer so viel Ansturm ist, dass die Leute nicht wussten, wo jetzt genau ran. Ich habe leider noch kein Vorverkaufsticket, bin ich dazu gekommen. Gibt es auch kein Bändchen oder so. Ah ja, ich habe hier mal ein Bild. Da genau, da sind die Inhumans. Und seht ihr da mit Black Bolt, das ist der da. Der da. Schrecklich, wa? Oh, der Schauspieler ist cool. Ja, genau, das Gorgon, der Karnak, Medusa, Crystal und sein Bruder. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist ja böse. Maximus, genau. Das ist der von euch. Da. Das ist Maximus. Das ist Crystal, das ist Medusa, seine Frau. Der da ist Gorgon und das ist Karnak, genau. Genau, das ist das, die habe ich auch noch. Wie gesagt, morgen gibt es ja schön. Schön Bändchen, ich kriege leider keins, weil ich halt noch kein Vorverkauf-Ticket habe, ich bin noch nicht zugekommen. Und hier in Magdeburg gibt es leider keine. Auf jeden Fall ist das ist morgen das Line-Up. Ja, richtig geil. Ja, da werde ich auf jeden Fall richtig shoot. Wenn ich hier schon wieder lese, Techno-Floor, ja, da wird mir wieder schon schlecht. Weißt du, warum können sie nicht mal eigentlich mal Hard-Techno schreiben? Eigentlich läuft es ja unter Hard-Techno, weißt du? Ja, auf jeden Fall Petra Struve, der Code X, Akalinda Pearl vs. Miss Mallory, dann Lay Johnson, richtig gut, bin ja ich schon mal. Null Forge auch, total toll. Ja, total klasse. Percy V. Animus, Stresskids, genau. Und jetzt sind meine Lieblinge, Fabrics und Peaceling, Black Ego Rules, genau. Die beiden natürlich, müssen natürlich dabei sein. Oh, da freue ich mich schon total drauf. Dann Nadine Conrad, kenne ich gerade aus Trier, dann Rieske und Scuba Pro und Taekwondo Live, Newcomer. Naja, die Newcomer brauchen ja auch ihre Zeit. Naja, dann im Hardtech Floor unten in der Rumpelkammer, genau, das Devils, Carter Acker, Butze vs. Intus, Etentus. Versus Nogger, Jack Technicals, Anormalen Hunnel versus Paul und Phoenix, dann Kogrusha, aka Falki versus Lennox versus Herbert Verkorkst versus Carajo, Adam Sampler, Benny, ja. Ja, da bin ich halt nicht so, da ist es sowieso zu voll. Naja, der Hausfloor ist richtig, ist okay, Sweater, Mausi, Dirty Housing sagt mir was, die Mungos sagt mir nichts, JP und Raven auch nicht, Beat Brothers habe ich schon mal gehört. Ja, das ist das. Und jetzt das natürlich das Beste. Der Elektro-Minimal Techno-Floor, das ist der große. Das ist der Speisesaal, richtig geil. Den macht Black Ego. Ja, die Jungs von Black Ego machen den Techno-Minimal-Floor. Richtig genial. Dann Markus Welby, kenne ich gar nicht. Man kann ja auch nicht hinkommen. Was kommt hier? Steht da This Guy's Armade. ULR Records, Berlin, Leipzig. Genau, das ist das. André Elglett, Krabbe, die neue. Black Ego, Alex, stopp! Alex, ich grüße dich, wir sehen uns morgen oder später, genau. Grün Cycle, dein blaues Licht, wie immer, fantastisch. War auch richtig geil, der letzten Black Ego hier. Black Ego Party im Ostermarsch, war super begeistert. Und jetzt das Geile, was Highlight für mich: Fabrics Minimal Techno Set. Fabi, fantastisch. Du auf dem Techno Floor minimales Techno Set. Da bin ich mal echt gespannt, was das wird, aber du hast es ja drauf, also ja. Man sieht dich zwar nicht so oft alleine, aber genial. Und jetzt für mich natürlich das Highlight, so, und endlich mal im MLK, ich habe lange drauf gewartet, DJ Melis aus Magdeburg City, meine Vinyl Queen, ja, Melis, ich grüße dich, es wurde ja mal Zeit, dass du mal ins MLK kommst, genau, mit ihrem Progressive Techno. Sie spielt sie hat angefangen, wo ich sie kennengelernt habe, nur Vinyl zu spielen, und das heutzutage schwer ist, Vinyl zu spielen oder überhaupt die Möglichkeiten hat sie sich auch auf digital umgesetzt. Aber ich hoffe mal trotzdem, meine Dame, bitte, bitte, komm mit Vinyl ins MLK, ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich echt, dass du da mal bei bist. Ja, falls du das hier siehst, Elise,
Wir sehen uns heute Abend oder spätestens morgen früh. Ich hoffe auf die gute Playtime von dir. Ja, und sonst, weißt du ja, Generation Techno. Genau. Nee, auf jeden Fall, das wird morgen. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe zwar morgen ein bisschen Dienst, normalerweise wäre ich ja gerne um 23 Uhr schon da. Da macht das MLK ja auf, aber da ich Dienst habe und ich brauche ja eine gute Stunde von Magdeburg City bis ich dahin. Naja, dort bin ich halt nicht so pünktlich da. Aber naja, es gibt Schlimmeres, ja. Auf jeden Fall. Nee, das ist jetzt der Plan für das. Sonst war die Woche ganz angenehm. Ich hatte hier halt auch eine schöne Woche. Ja. Und sonst, nächstes Wochenende ist Sky Club. Der Technofloor ist 100% techfrei. Das ist 100% schweinegeil. Ja, da bin ich jetzt richtig, habe ich richtig Bock drauf. Ja, und sonst dieses Jahr, ja, Dezibel sieht nun gut aus. Ja. Und Cubase bin ich am Überlegen und sonst mal schauen. Ja, Black Ego macht wieder Nimmerland-Veranstaltung. Finde ich richtig geil. Also wird es ein interessantes Jahr. Ja, da trinken wir nochmal einen drauf und dann würde ich mal sagen. Das war jetzt ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Anmerkungen, Anregungen, wie ihr sagt, meldet euch, wenn wie gesagt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, weil ich mache das ja auch nur just for fun und so für die Freunde und so alles. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat heute euch gefallen. Und wie gesagt, hier wird hier links und rechts gleich kommen dann gleich die Videos. Ja, und dann würde ich mal sagen: Techno for Life, Marvel Rules My World. Und sonst würde ich sagen: Euer Elektroboy bis die Tage und lasst euch überraschen, was von mir noch so kommt. Also, ja. Also hier seht ihr die Videos. Jo, ich hoffe, es gefällt euch. Macht's, Judy. Tschüss.